Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und auch Salvete, Spectatores und Auditores zu einer weiteren Podcast-Folge von mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit der Zukunft von Total War und ich bin natürlich nicht alleine hier. Der Mr. Merp ist auch am Mikrofon. Ich grüße dich. Ja, ich freue mich, dass wir heute mal wieder über Total War reden. Ich grüße dich, Günther. Ja, wir reden noch ganz kurz über eine Sache, über die wir, also wir haben jetzt offscreen ein bisschen drüber gesprochen, wollten euch da aber gerne nochmal dran teilhaben lassen. Es ging um eine Aussage von Heat zum Thema Diplomatie-Boni. Wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, dass Fraktionen, mit denen man sich verbündet, dass die schlechter kämpfen, wenn man sich mit ihnen verbündet und dass das so, ja, dass dadurch die Diplomatie so sehr stark irgendwie limitiert wird. Und der Heat hat dankenswerterweise, nochmal vielen Dank an dich, ein Zitat von, ich glaube, von Will war es. Genau, Will. Genau, von CA, hier, der in einem Reddit dazu was geschrieben hat. Der hat gesagt, ich gebe es mal in übersetzter Form wieder. Ich wollte klarstellen, dass oft erwähnt wurde, es gibt keine direkten diplomatieabhängigen KI-Stärkungen oder Schwächungen. Das System des Fraktionspotenzials wird hauptsächlich verwendet, um größere Fraktionen gegenüber kleineren Fraktionen zu bevorteilen. Es gibt einige wenige Fälle, in denen es verwendet wird, um bestimmte Fraktionen in bestimmten Kampagnen zu stärken. Hauptsächlich, um sicherzustellen, dass der Hauptfeind des Spielers nicht ausgelöscht wird. Wir versuchen jedoch, das sparsam einzusetzen. Also, ich würde sagen, wir könnten jetzt anfangen, das zu interpretieren. In meinen Augen bestätigt das eigentlich eher unsere Annahme, dass die Antagonisten der Spieler nicht durch Bündnispartner geschwächt werden sollten. Das heißt also tatsächlich, ich kann mich mit einer Fraktion verbünden, ich kann aber nicht davon ausgehen, dass sie mir wirklich hilft, weil das Spiel gewissermaßen von mir erwartet, dass ich meinen Antagonisten selbst ausschalte. Und was da jetzt genau drunter zu verstehen ist, das stellt der Will jetzt eigentlich nicht klar. Er sagt ja nur, es wird sparsam eingesetzt. Das heißt, man kann das also hoffen. Genau, so kampagnenabhängig, ja. Ja, genau. Also auch was das genau bedeutet, müsste man jetzt nochmal gucken. Ich denke auch, es ist ein, also es kann durchaus sein, dass unser Eindruck hier vielleicht auch nicht stimmt, aber das wäre so ein bisschen auch meine Bitte an euch ansonsten. Falls ihr ähnliche oder gegensätzliche Erfahrungen gemacht habt, dann teilt uns das doch einfach mit. Wir wollen ja sowieso immer gerne auf eure Anmerkungen und Anregungen eingehen. Also von daher freuen wir uns auf jeden Fall über eure Rückmeldung. Der letzte Punkt, den Will noch macht, den wir hier ganz kurz noch anthematisieren. Die einzige Möglichkeit, wie Diplomatie theoretisch Einfluss darauf nehmen kann, ist über den sogenannten Shroud, was er jetzt damit, also ein Schleier, ich weiß nicht genau, was er damit meint, vielleicht dieser Nebel des Krieges, nehme ich an. Ich nehme mal, Fog of War, ne? Der Nebel des Krieges vielleicht. Kämpfe darunter verstärken den Unterschied in dem Fraktionspotenzial. Also das heißt, das Potenzial einer Fraktion verändert sich, wenn wir sie sehen. Wenn eine kleinere Fraktion gegen eine größere kämpft, ist es tatsächlich vorteilhaft, sich mit ihnen zu verbünden, da sie einen geringeren Malus bei der automatischen Kampfentscheidung Auto-Resolve erleiden, wenn sie unter dem Schleier kämpfen würden. Das heißt also, kleinere Fraktionen kämpfen gegen größere, tendenziell schlechter, wenn man sie nicht sieht. Sie kämpfen weniger schlecht, wenn man sie sieht. Deswegen könnte man sich mit denen verbünden. Sozusagen, ne? Ja. Und umgekehrt wird eine größere Fraktion etwas schlechter abschneiden, wenn sie gegen eine kleinere Fraktion kämpft und wir die Sichtbarkeit darauf haben. Aber sie wird dennoch einen erheblichen Vorteil behalten, weil sie natürlich mehr Armeen und mehr Einheiten und so weiter aber hat, genau, ja? Das unterstützt doch letzten Endes unsere Erfahrung und den Punkt, den wir versucht haben im Grunde zu machen, weil ich meine, das erklärt zum Beispiel, warum, wenn du zum Beispiel Imperator Karl Franz spielst, warum Malekith zum Beispiel in Nagarite oder alles aufräumt. Warum da neben ihm einfach keine meiner Dunkelelfen-Fraktion mehr übrig bleibt. Genau. Im Zweifelsfall alles konföderiert wird, weil das sehen wir nicht. Das heißt also, er ist die große, dominante Hauptfraktion und frisst alles andere auf. Ja. Und ob wir sehen dann halt zum Beispiel die imperialen
Kurfürsten, mit denen wir uns teilweise verbünden, und die leben dann halt teilweise ein bisschen länger gegen Azog oder Azak oder auch gegen einen Vlad und so weiter, ja, und so fort, weil wir es sehen können. Aber gleichzeitig wiederum sind dann unsere hochstufigen Verbündeten wie ein Luan Leonkör plötzlich nur noch halb so viel wert, weil das ja eine Hauptfaction ist. Und der dadurch ja wieder runtergeregelt wird und wir ihn sehen können. Genau. Und das ist doch, also ich glaube, der Punkt ist doch recht einleuchtend, oder? Ja. Wenn du dich jetzt mit Malekith verbünden würdest, dann würde er schlechter kämpfen gegen die anderen Fraktionen. Richtig. Also jetzt nur rein hypothetisch. Weil du ihn sofort siehst, weil du das Bündnis hast. Ja. Und damit würde er für dich als Bündnispartner wertloser werden. Ich will nicht sagen, dass er komplett wertlos ist. Ne? Also ne, tatsächlich kann das durchaus sinnvoll sein, dass die KI vielleicht auch mal einen Krieg gegen dich führt oder so. Ne? Aber Leute, also ich kann auch nur noch mal sagen, ich spiele ja gerade hier meine Tic-Tac-Toe-Kampagne in der Monsters-Only-Challenge. Und da sieht man das ja auch sehr gut. Da ist es ja auch so, da hast du Krieg mit einer Fraktion, und diese Fraktion hat noch mit drei anderen Fraktionen Krieg. Der kämpft überhaupt nicht gegen die anderen Fraktionen. Der kämpft nur gegen mich. Die anderen Fraktionen sind ihm vollkommen egal. Und ja, und die greifen ihn aber auch nicht wirklich an. Ne? Ja, und die greifen ihn nicht wirklich an, genau. Also ich würde schon sagen, also wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass der menschliche Spieler vielleicht auch in Abhängigkeit seiner eigenen Situation im Spiel dazu neigt, das zu überschätzen. Ja. Aber das ist tatsächlich eine erhebliche Auswirkung auf das Spielgeschehen hat, wenn man mit der Fraktion verbündet ist oder nicht. Genau. Und das nicht unbedingt zum Besten des Spielers. Und damit seiner Spielerfahrung. Aus einem spezifischen taktischen Interesse dieses Bündnisses erschließt. Und ich kann das auch wieder nur bestätigen. Ne? Viele Leute haben mich also in den letzten 2-3 Jahren immer wieder gefragt, manche sogar angepflaumt, sag mal, Merp, warum machst du nicht ein Bündnis mit den Bretonen als Hochelf? So ist es, ja. Ja, ganz genau deswegen. Ich mache keine diplomatischen Abkommen, weil ich festgestellt habe, wenn ich einfach sämtliche diplomatische Abkommen unterbinde, nicht die Destruction plötzlich alles steamrollt. Weil in dem Moment dann halt einfach ein Karl Franz, wenn ich zum Beispiel Tyrion spiele oder auch ein Luan Leonkör, einfach ihren Laden zusammenhalten können. Und in dem Moment, wo ich sehe, was bei denen los ist, klappen die dann zusammen. Ja. Das ist einfach die Erfahrung. Und das ist einfach, es ist spürbar, es ist messbar, es ist zu sehen in den Let's Plays und Streams von Günner und mir. Ja, aber ich finde das also, aber nochmal, vielen Dank auf jeden Fall nochmal an Heat, der diese Äußerung nochmal aus dem Reddit da rausgekramt hat. Also ich finde es total wichtig und da also nochmal großes Dankeschön. Ne? Ja, ich sage auch nichts gegen den Heat, ich sage bloß, also man... Nein, das, was der Will da gesagt hat, ist entweder anders zu verstehen gewesen und gar nicht so sehr auf das, was wir gesagt haben, sondern es ist eigentlich so ein bisschen aneinander vorbeidiskutiert. Also was er sagt, ist, der geht in eine andere Richtung. Er will damit sagen, die bekommen keine Führerschafts-Nahkampf-Angriffs-Boni, sondern die bekommen ein anderes Verhaltensskript. Aber dieses andere Verhaltensskript wirkt sich dann halt dann doch auf das Spielgeschehen für den Spieler aus, wodurch der den Eindruck bekommt, die sind ja jetzt nutzlos. Ja. So interpretiere ich das. Ja. Da sind wir uns ziemlich einig eigentlich. Ja. Ich hoffe, das ist damit jetzt verständlich, genau, was wir damit gemeint haben. Ja, klar. Also, damit könnten wir eigentlich zum eigentlichen Thema übergehen. Zur Tagesordnung von heute übergehen, nämlich den Skills und dem Skillsystem. Ich freue mich schon darauf, mit dir darüber heute reden zu können. Genau. Also ich habe mir ein paar Gedanken darüber gemacht, weil ich weiß ja nicht, wie du das machst, aber ich habe jetzt so oft schon Warhammer 1, 2, 3 gespielt und ich meine in den alten Total Wars, wie zum Beispiel auch in Rome 2 oder auch in Attila, da war das ja auch schon so. Man hatte zwar Skill Trees, aber die sind in meinen Augen bis heute ja auch noch nicht so wirklich super hoch entwickelt. Ich meine, die in Warhammer sind ein bisschen höher entwickelt als die früher. Aber sind wir mal ehrlich,
du skillst doch garantiert genauso wie ich eigentlich fast immer das Gleiche, oder? Also je nachdem, ja, welche Fraktion du spielst, du weißt ganz genau, was ist gut und was ist Crap. Und manchmal ändert sich das ja auch vom gespielten Kommandanten. Manche Kommandanten machen ja Einheiten, die du normalerweise nicht benutzen würdest, plötzlich brauchbar und sogar gut. Manche halt leider auch wiederum nicht. Und ich komme halt einfach zu dem Schluss, dass ich irgendwann mal, wenn ich dann so, wie jetzt gerade eben bei meiner Epidemus-Kampagne, irgendwann einfach nur noch wie so ein repetitiver, also da habe ich manchmal wieder so das Gefühl, ich bin wieder im Labor, weißt du, wo ich repetitiv einfach nur die Versuche durchführe und genau weiß, was für ein Ergebnis rauskommen wird, aber ich klicke mich halt trotzdem wie so ein Hornochse durch. Also du machst immer wieder das Gleiche und da würde ich mir persönlich wünschen, dass es eine größere Variation auch innerhalb derselben Charakterklasse geben würde. Also ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel ein Magier nicht nur eine andere Magieschule skillen kann, sondern vielleicht auch noch ein paar Verzweigungen, ein paar Äste hat, die ein anderer vielleicht nicht hat. Genauso auch wie zum Beispiel jetzt bei irgendwelchen kämpferischen Charakteren. Ich meine, klar, wir haben manchmal die Situation, dass wir eine Entweder-Oder-Entscheidung treffen können. Aber die sind sehr, sehr rar gesät. Ne? Also du nimmst das eine und dafür kannst du das andere niemals nehmen. Aber das ist meistens immer nur so ein Müh. So eine winzig klitzekleine Kleinigkeit. Ich würde mir wünschen, dass man Charaktere erschaffen kann, auch Lords erschaffen kann, die vielleicht besonders gut dafür geeignet sind, um Festungsverteidigungen durchzuführen, Festungsangriffe durchzuführen, die besonders gut dafür geeignet sind, Hinterhalte durchzuführen oder auch komplett andere Dinge. Also die Idee mit den kislevitischen Bojaren war ja schon ein Schritt in die richtige Richtung, nur da, um als dann CA seinen eigenen Schatten gesehen hat, haben sie sofort umgedreht und sind 3 Schritte wieder zurückgelaufen. Also die Idee war da, aber die Umsetzung war mehr als stiefmütterlich an der Stelle. Und ich persönlich würde mir das einfach so vorstellen, dass du zum Beispiel auch einen Kommandanten so skillen kannst, dass du zum Beispiel plötzlich nicht nur einen Blitzschlag machen kannst, sondern du bekommst zum Beispiel plötzlich die Auswahl, auf welcher, also du bekommst die Schlachtkarte schon mal vorher gesehen und du entscheidest, wo stellst du deine Truppen auf. Du entscheidest, was ist deine Stadtzone, weil du einen Charakter hast, der einfach wie Napoleon ein meisterhafter Stratege ist, der sich das Schlachtfeld vorher anguckt und dann diese Entscheidung trifft, ja, ich wähle jetzt hier den High Ground oder ich setze mich jetzt hier quasi hinter diesen Fluss. Oder wenn du diesen Skill noch weiter treibst und jetzt fange ich an zu spinnen, Günner, du musst mich gleich bremsen. Fang mal an, nee, ich würde gerne zu. Ja. Stell dir einfach mal vor, du bekommst 2 oder bei sogar noch höheren Skills 3 Maps, bevor du in die Schlacht reingehst zur Auswahl und du darfst entscheiden, welche dieser Maps du spielst, weil die für deine Einheitenkonstellation aus deiner Sicht gut geeignet ist. Einfach weil der Kommandant so clever ist und den Feind auf eine bestimmte Ebene oder einen bestimmten Hügel oder zu einem bestimmten Fluss lockt, ähnlich wie es zum Beispiel Hannibal ja auch gemacht hat, bei seinen ganzen Schlachten, die Römer ja immer wieder fröhlich vorgeführt, um dort die Vorteile deiner Armeekomposition auszuspielen. Ich meine, das ist etwas, was eigentlich gar nicht wirklich von der KI, sage ich jetzt mal, abhängig ist. Das ist auch nichts, was in meinen Augen irgendwie technisch nicht umsetzbar sein dürfte. Hier würde es wahrscheinlich eher daran mangeln, dass man sagt quasi, oh, wir haben aber nicht genügend Maps. Aber dann kommen wir ja wieder zu dem Punkt, den du das letzte Mal gesagt hast. Jetzt mal angenommen, wir würden so teilprozedural generierte Teil-Schlachtfelder haben und du würdest ja sehen und würdest auswählen, hey cool, da ist ein Fluss, da tue ich meine Truppen dahinter. Oder oh cool, da habe ich einen Wald, da kann ich meine Kavallerie drin verstecken. Weißt du, was ich meine? So. Und dass das aber auch skillabhängig wäre, wo du sagen kannst, ich kann meinen Charakter jetzt einfach auf Strategie skillen, dass der diese Vorauswahl bekommt und ein anderer Charakter, der bekommt diese Vorauswahl halt nicht, aber der bekommt dann halt vielleicht einfach so Brute Force Boni, dass der dann halt einfach affig trainierte Truppen hat und dann hauen die halt zu wie ein Schmied im Nahkampf, egal
was das für eine Schlachtkarte ist. Aber das würde in meinen Augen die Vielfalt und damit auch den Spielspaß, wie man einen solchen Lord skillen und spielen kann, deutlich erhöhen. Mhm. Ja, also ich habe mir ganz, ganz viele Punkte gerade so ein bisschen nebenbei aufgeschrieben. Und ich würde sagen, wenn wir das nochmal durchgehen, also ich fange mal an bei dem letzten Punkt, den ich aufgeschrieben habe. Ja. Grundproblem, immer noch abhängig von Kommandanten. Ja, oder? Ja, natürlich. Ja. Dadurch, dass man immer abhängig von Kommandanten ist, nötigt einem das Spiel ja auch ein Skillsystem auf. Ja. Ja, also man kommt nicht drum rum. Du hast gesagt, man skillt immer eigentlich das Gleiche und da kann ich, also da mache ich, da unterstreiche ich 5-mal mit einem dicken Edding drunter, markiere das mit einem gelben Textmarker und mache noch 7 rote Ausrufezeichen dahinter. Das sehe ich nämlich ganz genauso und ich glaube, das ist auch ein Grundproblem. Günstiger, also das hat auch sehr viel damit zu tun, wie die Kampagnen gestrickt sind. Insbesondere bei Warhammer merkt man es halt sehr stark, aber noch krass, also fast noch krasser merkt man es zum Beispiel bei Troy und bei Pharaoh. Ja. Das Spiel, das einen nötigt, die ersten 70 Runden mit Trash zu spielen, weil man keine Ressourcen hat, um irgendwas Besseres zu bezahlen oder so, und dass man dann einfach nur Skills nimmt, die diesen Trash besser machen oder so, oder die den Einheitenunterhalt reduzieren und so, damit man dann irgendwann mal, ich denke zurück an diverse Warhammer-Kampagnen, die ich mal gespielt habe, damit man irgendwann mal 150 Runden später eine Tier-4-Einheit spielen kann. Obwohl, das war Pharaoh. Das habe ich auch bei Pharaoh sehr deutlich kritisiert. 100 Runden gespielt und dann kannst du endlich mal deine Tier-3-Einheit spielen. Und das ist dann top of the shelf in so einer Kampagne. Sorry, auf diese Kampagne habe ich keinen Bock. Ne? Das heißt also, die Anzahl und Art der Einheiten, die du spielst, hat man sehr eng mit dem Skillsystem verknüpft. Ich glaube, das muss man stärker entkoppeln. Keine Abwägung zwischen günstigerer Einheitenunterhalt oder besserer Nahkampfangriff. Das sind keine guten Abwägungen, auch wenn ich beim Skillsystem tatsächlich gut finde, dass man hier positiv Abwägungen treffen muss. Im Gegensatz zu anderen Total War-Teilen hat man bei Warhammer Positiveffekte. Du wählst nicht +4 Nahkampfangriff, -4 Nahkampfverteidigung, wie man das zum Beispiel bei, Rome 2 oder so machen müsste, zumindest auch bei dieser Divided Impera Mod, sondern man wählt halt die Vorteile aus und kann dadurch aktiv die Kampagne mitgestalten. Am schlechtesten ist es so, finde ich, ist das bei Pharaoh gelungen, weil man zwar, also man hat diese Embleme, die man da bekommt, oder diese besonderen Titel oder wie auch immer man das jetzt benennen will. Du brauchst 3-mal Eifer, 3-mal Mut und 3-mal noch irgendwas anderes oder so, und dann kannst du das freischalten, aber eigentlich ergibt es nur Sinn, wenn man immer eine Skill-Linie komplett durchfährt. Ja, weil die aufeinander aufbauen, ne? Ja, und wir haben echt schon viel gesehen. Wir haben schon echt viele verschiedene Skillsysteme gesehen. Jetzt wäre erstmal meine Frage an dich. Jetzt lass mal gerade so vor unserem geistigen Auge nochmal ganz kurz so diese Skillsysteme. Lass mal gerade so Revue passieren. Rome 2, du musst dich entscheiden, welche Linie du da einschlägst, und dann hast du 5 Skills, die du nacheinander irgendwie so einsetzen kannst. Und wenn du beim ultimativen Skill angekommen bist, dann stirbt dein Kommandant, weil die Runden schon vorbei sind. Richtig. Dann hast du Total War Attila, wo du die Grundfähigkeiten wie Autorität, List und Hingabe bei deinem Kommandanten so gut wie gar nicht selbst einstellen kannst, weil die von Gefolge und Charaktereigenschaften abhängen, und du nur maximal irgendwie 2 Punkte durch die Vergabe von Skills tatsächlich ändern kannst, was dazu führt, dass du sehr kreativ sein musst, wenn du Helden finden willst, die Nachtkämpfe durchführen müssen, und wenn du den Helden ausgeskillt hast, stirbt er, weil er zu alt ist. Dann nehmen wir Three Kingdoms, wo du ein Potpourri an komischen Skill-Verschachtelungen hast,
wo du Querverbindungen hast, die du freischalten musst, damit du irgendwelche Passiv-Buffs in Gefechten bekommst. Oder Brandpfeile einsetzen kannst. Das fand ich aber ganz, ganz merkwürdig. Oder wo gewisse Skills eindeutig andere dominieren, wie zum Beispiel List war zum Beispiel super krass. Oder Autorität eben bei deinem Fraktionsanführer, damit du einen Bonus auf die öffentliche Ordnung bekommst. Finde ich irgendwie auch ganz merkwürdig. Und dann lassen wir mal Thrones of Britannia außen vor. Nehmen wir noch von mir aus noch Total War Saga Troy, wo die Skillsysteme ja auch eigentlich im Wesentlichen aus irgendwelchen Items bestehen, die man irgendwie anziehen kann. Und so, also ja. Ich weiß nicht, ich finde, also ich fand alle irgendwie schlecht. Bei Rome 1 war ich allerdings auch nicht so zufrieden, weil da läufst du halt 5 Runden in der Wüste rum, dann wird dein General vollkommen verrückt, minus 10 Moral auf alle Einheiten unter dem Kommando. Das fand ich auch nicht so gut. Da finde ich dann tatsächlich das von Warhammer noch so mit am besten. Aber auch da dann, wie viel Level kannst du erreichen? 50? 50 ja, inzwischen Stufen, 50, genau. Ne? Früher waren es 40, jetzt sind es 50, ja. 50 Stufen. Und naja, also ab Stufe 20 wird jeder normale Held irgendwie dann unsterblich. Also ich fände tatsächlich, was man machen müsste, ist der, also was mir ganz gut gefällt, ist dieser RPG-Style bei Pharaoh, dass man halt die Punkte auf so Charakter-Traits vergibt, sozusagen. Aber finde ich irgendwie ungut. Auch da würde ich nochmal einen ganz fetten Unterstreichungsstrich machen bei dem, was du gesagt hast, dass man die Kommandanten hat, die in der Verteidigung gut sind, dass man die stärker differenzieren kann. Ich könnte mir zum Beispiel sehr gut vorstellen, wir sind ja auch wieder bei unserem konstruktiven Gegenentwurf, ja. Du machst eine Schlacht bei einem Total War-Teil. Und dein Kommandant bringt in dieser Schlacht 10 Punkte mit. Und diese 10 Punkte kannst du jetzt vor Beginn der Schlacht verteilen. Auf was? Auf Aufklärung. Ab 3 Punkten in der Aufklärung deckst du irgendwie versteckte Einheiten schneller auf. Oder kannst ein bisschen weiter schießen oder so. Oder du gibst Verteidigungspunkte. Gibt es Punkte in Verteidigung, deine Einheiten haben ein bisschen mehr Moral oder ein bisschen mehr Nahkampfabwehr. Oder haben, wenn sie Engstellen verteidigen, irgendwie ein bisschen mehr Moral oder so. Diese Dinge machst du, bevor du so eine Schlacht beginnst. Ähnlich so wie Ostankia, so ein Buff zum Beispiel. Jo, so zum Beispiel, genau. Ja, da fand ich das ziemlich cool, dass man das, also das war auch etwas, was ich sehr geil fand, dass man diese Fähigkeiten oder was man, diese Rezepturen, ne, die man da zusammen. Ja, die waren cool. Sie waren bloß over the top. Das war das Problem. Die waren overpowered ohne Ende, auf jeden Fall. Und du konntest irgendwie 5 oder 6 einsetzen oder wie viele auch immer. Nee, du konntest unbegrenzt. Du konntest jede Einheit damit segnen oder verfluchen. Genau. Das war too much. Genau, das war too much, richtig. Aber die grundlegende Idee fand ich brillant. Ja, ne, oder? Die grundlegende Idee ist sehr gut. Also das kann man ja mal kurz mal festhalten, dass CA es immer wieder schafft, echt gute Ideen zu haben. Und dann muss es aber irgendwie immer so ein Teufelchen auf deren Schulter geben, die dann eine geile Idee, zu einer geilen Idee sagt, nee, das ist Mist, das lassen wir sein. Oder sie macht dann genau das Gegenteil und sagt, ey, das ist so gut, das übertreiben wir so hardcore, dass es die Spieler auch nicht mehr haben wollen. Also, was ich damit sagen will, ist, ich habe immer den Eindruck, es mangelt ihnen an Maß und Mitte. Bei solchen guten Ideen. Aber, ich stimme dir voll und ganz zu. Zu deiner eigentlichen These, die du hier gerade eben bringst. Dass es genau an so etwas letzten Endes so ein bisschen mangelt. Das würde das Spiel halt in meinen Augen total bereichern. Das schlägt ja voll und ganz in dieselbe Kerbe, die ich versucht habe aufzumachen, dass man einfach das Skillsystem eher dahingehend erweitert, nicht, dass man irgendwelche
stumpfen Boni gibt, die auch nur quasi immer ein Pfad sind, der geradeaus geht, sondern wie ich es vorhin schon sagte, dass es eher so ein Baum ist und dass diese Entscheidungsmöglichkeiten, diese Entweder-Oder-Entscheidungen, wie ich diesen Charakter spielen möchte, größere Auswirkungen auf das gesamte Entwicklungspotenzial und das Spielgeschehen dieses Charakters haben. Wenn, wie du es gesagt hast, du machst dann einen Charakter, der hat ganz, ganz krasse passive Vorteile, defensive Vorteile meine ich. Also der ist in der Verteidigung ziemlich gut, egal ob in einer Belagerung oder in einem Feldgefecht. Und nicht nur durch so einen Perk, so nach dem Motto, ja, meisterhafter Verteidiger, er hat jetzt 10-mal gewonnen und dann gibt es plus 10 auf die Moral in der Verteidigung. Ich meine, das gibt es ja in Total War auch. Ne? Das sammelst du so ja passiv so mit. Aber das könnte ja noch mehr Auswirkungen haben, die dir wirklich Optionen, wie du es gerade eben angesprochen hast, durch neue, vor der Schlacht einsetzbare, verteilbare Punkte, da könnte man ja auch wieder sowas machen wie Barrikaden, anzündbares Pech verteilen, ladidadida, ne? Also das fände ich sehr, sehr cool, wenn man das darüber lösen würde, statt solche Sachen komplett aus dem Spiel rauszunehmen oder sie pauschal für jeden einsetzbar zu machen. Ich meine, es macht ja keinen Sinn, dass man so etwas wie Feuerpfeile erst skillen muss. Aber es macht durchaus Sinn, dass man so etwas wie die clevere Positionierung einer Pechgrube oder einer Speergrube auf dem Schlachtfeld, um den Feind in eine Falle zu locken. Das ist wiederum etwas, da musst du ein guter Stratege sein, um das vorbereiten zu können. Ja, ich sag auch mal direkt noch, also eine Sache, die mir da ganz gut gefallen hat an Total War Pharaoh jetzt zum Beispiel, ist, dass man sich wieder auf ein Element zurückbesonnen hat, was wir ja eigentlich aus Shogun 2 kennen. Bei Shogun 2 gab es ja diese Ämter innerhalb des Clans, also den Logistikexperten, den Rekrutierungsexperten, den Wirtschaftsexperten oder so, die man da draufsetzen konnte, und dann haben die diese Aufgaben übernommen. Beziehungsweise, da war es ja dann natürlich so, die haben dann halt permanente Boni da drauf gebracht. Man könnte sich überlegen, ob man Total War nicht im Sinne von konkreten Missionen innerhalb einer Kampagne umgestalten will, dass man zum Beispiel sagt, okay, also wir führen jetzt gerade Krieg gegen die Hethiter, nehmen wir jetzt Pharaoh als Beispiel. Ja. Und ich schicke jetzt meinen Kommandanten auf die Mission, verteidige unsere Grenzen gegen die Hethiter. Und dann bekommt er in den Grenzregionen mit den Hethitern, wo der kämpft, bekommt er dann halt einen plus 5er Verteidigungsbonus für die Einheiten oder so. Es sollte nicht so wahnsinnig viel sein, damit es halt nicht OP wird. Aber diese Mission läuft dann halt irgendwann ab und danach musst du dann kannst du entweder nochmal den gleichen Kommandanten nehmen oder du musst halt einen anderen nehmen oder so ähnlich. Ich glaube tatsächlich, dass halt viel darüber laufen könnte, dass man darüber, also anstatt dass man halt, Ich muss halt auch sagen, ich finde solche Perma-Buffs finde ich halt einfach auch zu krass, ja. Ja. Also, ne, man denke an die Minotauren zum Beispiel, ne? wenn du die spielst. Die Korn-Minotauren. Tauroks, ja. Also, ne, dann haben 80, 90 Nahkampfangriff. Ja. Und die haben ja einfach durch seine Buffs haben die ja schon irgendwie plus 30 oder so. Und dann kriegen die noch diese Standarte und dann, dann zerhacken die halt einfach alles. Ne? Diese Perma-Buffs sind zu krass. Und dann kosten die ja auch nichts, ne? Weil du könntest dann noch, ich gebe ja auch zu, bei Tic-Tac-Toe zum Beispiel in meiner Kampagne in Warhammer, der spielt ja mit diesen Dactylus-Reitern oder Terradon-Reitern und so, ne? Ja. Durch den Bonus, dass die erstmal für ihn selber günstiger sind. Dann dadurch, dass er noch diesen geringeren Unterhalt hat als Skill und dann nochmal dieses bekannt und gefürchtet, der zahlt ja nur noch einen Unterhalt von, ich weiß jetzt nicht, 30 oder so für so einen Dactylus-Reiter, der normalerweise irgendwie 250 kostet oder so. Du kriegst eigentlich keine Einheit zu dem Preis vergleichbar in diesem Spiel, ne? Es ist einfach alles andere ist konkurrenzlos. Also das ist konkurrenzlos günstig, alles andere ist konkurrenzlos zu teuer. Und da muss man sagen, nein, das kann nicht die Lösung sein. Die Lösung kann nicht der Perma-Buff sein. Die Lösung können nur temporäre Buffs sein. Das konterkariert aber natürlich den Wunsch vieler Spieler, dass man die Charaktere vielleicht stärker ausbilden sollte. Aber
ich gehöre ja auch der Fraktion an, die sagt, ich will nicht Kommandanten spielen, ich will Imperien spielen. Und mir ist es scheißegal, ob das jetzt ein Cäsar oder ein Pompeius ist oder so. Wenn die KI dem einen Pfeil in den Kopf schießt, dann ist der halt down und dann kriege ich den halt auch nie wieder. Und dann war es das mit Cäsar. Ja. Ne? Und mir ist es auch egal, ob das halt der Übergeneral ist oder so. Wenn ich den auf der Mission weghimmel, dann ist der halt einfach auch weg und dann kommt er halt nicht wieder. Und dann sollte der aber auch nicht der, dann sollte der aber halt auch nicht der Overlord sein, sondern das sollte jemand sein, der in einem gewissen spezialisierten Bereich besser ist als andere. Aber ja, der halt nicht einfach so der übertriebene Bra ist, ne? Irgendwie, das ist einfach, ja. Aber das ist ja genau das Problem, was ich ja schon mal, also das habe ich vor über 2 Jahren in einem Podcast, damals mit Maurice Weber, ich wurde eingeladen, über Total War zu sprechen von der GameStar. Und das ist genau das, was ich damals zum Start von Warhammer 3 gesagt habe, dass ich die Sorge habe, und das bestätigt sich ja immer mehr, dass Creative Assembly zu sehr auf Charaktere setzt. Und das haben wir jetzt bei Pharaoh und bei Troy gesehen. Und wir sehen, das funktioniert nicht wirklich gut. So ist es. Und das ist der springende Punkt. Also ich habe damals schon gesagt, sie sollten sich mehr an so Dynastiespielen wie Crusader Kings orientieren, bei denen du halt einfach sagst, du spielst ein Imperium oder du spielst eine Dynastie. Bitte nicht so wie in Rome 2, dieser Bürgerkriegssimulator. Wir beide haben uns ausführlich darüber damals schon unterhalten. Aber die grundlegende Idee ist, du skillst halt eher deine Dynastie als den Charakter. Das wäre vielleicht besser, weißt du, dass du so eine Art Traditionsbaum hast, der dann im Grunde widerspiegelt, wie du mit deinem Imperium Krieg führst oder Wirtschaft machst. Ja, das wäre dann halt wie bei Crusader Kings zum Beispiel. Genau, und das würde in meinen Augen sehr viel mehr Sinn machen und ich glaube auch sehr viel mehr Spaß machen, weil es nicht mehr von irgendwelchen Charakteren abhängig ist. Jetzt müssen wir einfach mal dazu sagen, warum funktioniert das in Total War? In Total War funktioniert es deswegen, weil diese Charaktere den Spielern, die schon vorher das Tabletop oder die Bücher gelesen haben, ne? Genau, in Warhammer, genau, das meinte ich ja, weil die kennen. Man kennt einfach Isabella von Karstein und weiß, was die kann. Man kennt einfach einen Karl Franz oder einen Tyrion oder einen Malekith. Da macht es Sinn. Das sind dezidierte Figuren mit dezidierten Fähigkeiten und dezidierten Artefakten. Und da würde ich auch sagen, da funktioniert das auch auf jeden Fall. Genau. Und bei der Ilias funktioniert das deswegen nicht, weil wir kennen zwar einen Hector, aber wir haben nicht so ein klares Bild von Hector oder von Paris, wie zum Beispiel von einem Tyrion oder einem Teclis. Weil diese Figuren für uns einfach nicht so klar definiert sind. Nicht nur, weil sie nicht so niedergeschrieben wurden. Doch, die sind sehr, sehr deutlich niedergeschrieben. Aber sind wir mal ehrlich, Günner, also ich meine, dir würde ich es zutrauen, aber die meisten von uns haben die Ilias nicht gelesen. Die wissen nicht. Ich habe die Ilias ja auch nicht gelesen. Okay, also dir hätte ich sogar noch zugetraut. Nur Teile davon. Also ich habe sie auch nur zu Teilen gelesen, also eher so die Zusammenfassungen. Aber ja, und das ist auch, das ist ja auch gerade so bei Troy. In der Ilias steht ja oftmals gar nicht so viel über diese Figuren drin. Das sind legendäre Könige, die als Schicksalsfiguren der Götter, wie so ein bisschen wie Schachfiguren auf dem Spielfeld oder dem Schachbrett des Lebens hin und her geschoben werden. Ja. Also natürlich werden die irgendwo ausgeschmückt und zu legendären Anführern verklärt, aber ganz viel davon passiert eben auch später. Also viele Figuren werden später nochmal weiter gezeichnet. Das ist ja im Endeffekt das, was man mit einer Lore bei Warhammer ja auch nochmal irgendwie so abbilden würde. Ne? Diese legendären Figuren werden später weiter ausgestaltet durch zusätzliche Abenteuer und so weiter. Und dann werden da nochmal so Taschenbücher drüber geschrieben und so weiter und so fort. Das ist bei, da würde ich auch sagen, da bin ich bei Three Kingdoms und bei Troy auch eher noch bereit, 1-2 Augen zuzudrücken und so und zu sagen, ja, es ist halt irgendwo Fiction und Fantasy, weil es das damals auch irgendwie schon so war.
Aber bei Pharaoh wird es ja einfach nur noch albern. Also genau, da das war du ja albern. Einfach über die Figuren weißt du einfach so gut wie gar nichts. Und dann ist es ein, und dann sind es wieder Fantasy-Helden. Und da bleibe ich, und da bin ich ganz auf deiner Seite. Die Identifikation mit den Fantasy-Helden beim Tabletop, die ist für mich eine ganz andere, als wenn man jetzt irgendwie versucht, hier diesen Kurunta oder sowas zum wahnsinnigen Psycho-Feldherren irgendwie auszugestalten, wo ich weiß, Digga, das kann keiner, kann ernsthaft irgendwie, sorry, da geht der neudeutsche Sprech mit durch, ne? Aber das kann doch keiner ernsthaft als authentisch irgendwie verkaufen. Das ist ja total unauthentisch. Du, und das ist halt genau der springende Punkt. Also erstmal wollte ich mal gerade immer sagen, ich habe Günner zum ersten Mal Digger sagen hören. Das habe ich, ich kenne die schon so lange jetzt, ne? Und ich habe das noch nie gehört. Ich fand's lustig. Halte mich da auch normalerweise zu. So redet normalerweise nur mein Sohn und seine Kumpels. Aber ich gebe dir voll und ganz recht bei dem Thema. Und ich habe auch einfach das Gefühl, das ist wieder mal so eine typische, und da können wir uns wieder zurück orientieren an das, wo wir eigentlich erst noch in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen drüber reden wollen, was der nette McKinley gesagt hat. Das sind solche, also ich interpretiere das aus seinen Aussagen heraus, das sind dann wiederum so typische Entscheidungen, die von oben getroffen werden oder wie ich es immer sage, die Anzugträger, die einfach dann sagen, ja hey, bei Total War Warhammer 1, 2, 3 funktioniert das mit den Charakteren ja total toll. Dann fahren wir diese Schiene jetzt ab jetzt immer. Wie? Das hat in Troy nicht so gut funktioniert. Okay, dann machen wir es jetzt halt einfach nochmal in Pharaoh. Oh, in Pharaoh hat es auch nicht funktioniert. Das hat aber bestimmt nichts mit den Charakteren zu tun. Ich wette, die kommen nicht dahinter, warum es bei Total War funktioniert, warum es bei Warhammer funktioniert, weil sie bis heute nicht verstanden haben, was die Leute an Warhammer 1, 2, 3 reizt. Das ist ja das, was ich auch Games Workshop immer wieder schon in den letzten 25 Jahren vorgeworfen habe, dass die inzwischen nicht mehr wissen, im Gegensatz zu den Anfangszeiten, warum die Leute ihren Scheiß kaufen. Und genau das gleiche Problem sehe ich bei Creative Assembly jetzt mit den jetzigen Total War-Situationen auch. Sie verstehen selber nicht, warum diese Dreier-Serie, diese Trilogie erfolgreich war und die anderen beiden scheitern mit demselben Konzept. Und es liegt nicht daran, dass die Idee mit den Charakteren per se eine gute oder per se eine schlechte ist. In Warhammer behaupte ich, und das ist einfach nur eine Behauptung, ich kann das nicht belegen, weil es dafür keine Fakten gibt. Es ist nur ein Gefühl. Ich glaube, dass Warhammer 1, 2, 3 durch die Charaktere, durch die ikonische Darstellung der Charaktere, weil die einfach vorher schon bekannt waren und die Fans angezogen haben, wie mich und viele andere, im Grunde über viele Schwächen der Total War Serie hinweggetäuscht haben und diese Spieler das trotzdem spielen, weil wir einfach nur begeistert sind, endlich ein so großes Computerspiel zu haben, bei dem wir unsere Tabletop-Helden im Computer spielen können. Ja, das würde ich auch sagen. Und da kann ich einfach nur, so sehe ich es auch. Und für mich, wenn ich so auf die Uhr gucke, wird es auch für unseren Themenabend jetzt heute ein guter Abschluss. Und ich sage nochmal, lasst uns eure Fragen da. Wir gehen gerne drauf ein und freuen uns natürlich noch, wenn ihr das Video bzw. unseren Podcast hier heute bewertet. Und dann wünsche ich euch ansonsten alles Gute und bis zum nächsten Teil. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete. Tschüss.